Er steigt aus seinem Bett, dreht den Swag auf, schaut nur kurz in den Spiegel, sagt what up. Yeah! Let's go now. Nächste Frage. Da ist jemand rallig auf dich, und zwar der German LPXX. Hast du eine Freundin? Das ist auch zu privat. Okay. CJ Grove, CJ, was ist dein Schulabschluss? Abitur. Was hast du für ein? Abi, ja. Wenn du auf eines von beiden verzichtest, es wäre GTA oder Minecraft. Wie alt warst du zum ersten Mal GTA und so weiter? Ehrlich, bitte. GTA oder Minecraft? Eigentlich zocke ich ja lieber GTA. Obwohl ich Minecraft jetzt wieder öfters gesuchtet habe. Aber GTA zocke ich schon sau lange und von den LPs kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, was mir lieber wäre. Kommt beides gut an, mir macht beides Spaß. Wie alt warst du? Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich das erste Mal GTA gezockt habe. Ich habe das mal in GTA 3 erwähnt, dass ich beim Freund war zum Geburtstag und der hat GTA 3 da gezockt. Da habe ich zugeguckt, da habe ich nicht selbst gezockt. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. 13, 14, 13 so rum, keine Ahnung. Wann habe ich kann vielleicht dazu sagen, wann ich mir das erste Spiel gekauft habe. Das war das GTA San Andreas? Ich habe Vice City, glaube ich, nach San Andreas gekauft. Wann kam San Andreas raus? 2006, ne? Boah. Kannst du googeln? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, bin ich ja zu faul. Ja, ich, 2000, relativ spät, also bin ich so einer wie ihr, wo mit 11 Jahren schon Battlefield zockt. Vielleicht so mit 15 wie oder ihr, so. Wie böse. Ja, jungen Zuschauer meine ich damit. Hallo. Nächste Frage, ja. Meine Fresse, 3-4 Stunden schon. Machen wir weiter mit Mr. GTA Walkthrough. Wie ist deine Meinung zu GTA 3, da du es jetzt live gespielt hast? Was für eine Haarfarbe hast du? Warum hast du angefangen zu Let's Playen und wie war deine Schulzeit? GTA 3, ja, ist toll auf jeden Fall. Aber mir gefällt Vice City trotzdem besser, obwohl es ungefähr das gleiche Gameplay ist. Aber GTA 3 ist schon chillig. Hab's ja auch bald durch. Haarfarbe, ja, dunkelblond habe ich. Als Haarfarbe. Angefangen zu LPen haben wir schon. Wie war deine Schulzeit? Ja, wie Schulzeit halt nun mal ist. Wie bei jedem anderen auch. Ja, mal. Nervig manchmal. Ja. Würde ich gern sagen zu GTA 3. Man muss ja sagen, das war ja damals, weil es ja ein Revolution. Das war ja krank. Das war ja damals, weil es ja hammermäßig. Ja, aber, und dass ja. Das Spiel heute noch so. Ja, ist ein Klassiker. Ja, so populär ist, ist ja. Krank. Die größte Aufforderung ever. Zeig mal dein Gesicht! Max Zoll 60. Haben wir schon. Und nochmal, bitte, das wollen wir alle doch. Tommy 2808 Brick, zeig deine Fresse! GTA San Andreas VIP, warum wollen immer alle dein Gesicht sehen? Verstehe ich auch nicht. Hothässlich. Hey. Du sagtest mal in Minecraft-Part. hab ich vergessen. Du wirst Batman Arkham City Let's Playen. Willst du nicht mit dem ersten Teil beginnen? Arkham Asylum? Finde ich auch eine gute Frage. Denn City ist besser, aber wegen der Vollständigkeit. Wie sieht's aus? Arkham Asylum? Da müsste ich mir das erstmal noch kaufen. Ich habe Arkham City schon gekauft. Aber irgendwie, mir ist Reihenfolge eigentlich egal. Irgendwie will ich immer die neuesten. Wenn ich von einer neuen Reihe ein Spiel LP, von einer neuen Reihe, wo ich noch gar nichts LP'd habe, zum Beispiel auch Max Payne, will ich auch Max Payne 3 spielen zuerst. Keine Ahnung, weil es halt einfach neuer ist. Kommt mir auch besser an, wahrscheinlich. Aber das mit GTA mache ich das ja auch so. Da gehe ich auch nicht chronologisch. Also von daher. Nee, also ich werde auf jeden Fall zuerst Arkham City LP'n, weil es schon besser sein soll, glaube ich. Hab ich auch gehört. Ja, Gamer 97, wie wirst du GTA, wirst du GTA 5 Let's Playen? Hahaha, nein, ein Scherz natürlich nur. Was hältst du von großen YouTubern? Würdest du mal eine Runde Minecraft mit Abonnenten zocken? Und ist Daniel der beste Kumpel von Welt? ja gut, kleine Scherzfrage. Er weiß natürlich, dass ich das LPen werde. Was hältst du von großen YouTubern? Ja, gibt natürlich gute, gibt natürlich schlechte. Also die ich persönlich jetzt gut finde. Und gibt natürlich auch kleine, wo wir gut sind und schlecht sind. Also, ob man diese große YouTuber, keine Ahnung, sind auch nur Menschen. Gibt, wie gesagt, Deppen
Idioten, wo echt behindert im Kopf sind, aber auch dem man es gönnt. Man kann jetzt nicht auf alle beziehen, das Kleiner über Hate. die großen. Was? Welchen großen hast du? Großen Nee, magst ja, du nicht? nee, aber. Welchen großen findest du behindert? Nee, behindert, nee, sag ich jetzt nicht. Würdest du mal eine Runde Minecraft mit Abonnenten zocken? Hab ich ja im Prinzip schon, früher auf meinem alten Minecraft-Server. Habe ich aber nicht mehr, weil es zu stressig war. Ist Daniel der beste Kumpel von Welt? Ich bin ein Kumpel von Welt. Ja, wie soll ich die Frage beantworten, wenn er dabei ist? Ich hätte Nein gesagt. Darf ich jetzt auch Nein Oh. sagen? Nein, Spaß. Daniel ist schon ein guter Freund, auf jeden Fall. Ich sehe das immer so, auch bei mir. Ich weiß nicht, ob es euch juckt, aber man hat ja viele gute Freunde. Wenn man jetzt sagt, man hat einen besten Freund, dann macht man damit ja alle anderen irgendwie schlechter. Ja, genau. Und deswegen finde ich diese beste Freunde-Sache so immer. Ist was für Kinder mit Blutsbrüderschaft und so, aber wenn man etwas größer ist, kann man auch mal viele gute Freunde haben. Genau. So sehe ich das. Genau. Wirst du deinen Abonnenten jemals dein wahres Gesicht zeigen oder bleibt's bei der Stoffmaske von Deberos? Haben Aber wir das schon? hatten wir. Kennst du alle im TS in Real Life? Hobi673666. Natürlich nicht. Das sind ja Leute nur, wo meine Videos gucken und das ist ja kein. Nee. Ich gehe ja nicht zu denen und sag, hallo, ich bin Guna. Ihr seid auf meinem TS, jetzt kennen wir uns. Nee, ich kenne da eigentlich keinen im Real Life, außer dich. Und halt, wenn kurz ab und zu manchmal Freunde von mir raufkommen. Spike! Julian Edis, wie siehst du aus? Gut. Wenn der Weltall black ist, wieso ist dann der Himmel blau? Wenn der Wälder Black ist, wieso ist warum schreibt er Black und nicht Schwarz? Ja, keine Ahnung, warum ist das so? Das ist eigentlich schon dumm. Tja, wer nicht fragt, bleibt dumm, Teil 29 erschienen heute. Ja. Sonntag, 7. April, da wurde diese Frage beantwortet. Echt jetzt? Könnt ihr euch gerne Okay, reinziehen? gut, dann Ja, natürlich. nehme ich das nicht vorweg. Ja, ich glaube, es war der gleiche, der die Frage gestellt hat. Okay. Nächste Frage? Sollen wir jetzt drauf eingehen Nee. oder Nee, nee. wir verweisen auf mein Video? Hast du schon eine nackte Frau geküsst? Eleanor. Ist Eleanor eine Frau? Keine Ahnung. Check das mal. Null Abonnenten ist keine Frau. ja, habe ich schon. Oder ist das jetzt zu privat? Aber das kann man Das sich auch freut denken. uns alle und die nackte Frau bestimmt natürlich hat sie es auch gewollt. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie. Wo halb? GTA Gamer Zirkumflanz. Let's play. Was? Okay. Kannst du damit was anfangen? Mit dem Das Eleanor fällt ge noch was? geht ja Game. GTA Gamer Der. Zirkumflanz. Let's Egal, nächste Frage. play. Ist zu dumm. Okay. Ahmet Tokmak. Wie siehst du aus und wirst du ein Let's Play machen mit GTA 5? Hatten wir schon, aber danke. Adem Kanyo, wer ist dein Lieblings-LPA? Oh, schwierig. Habe ich derzeit keinen. Früher war es Emero. Funk Royal gucke ich ab und zu noch. Ja. Ich gucke derzeit keine LPs so wirklich, außer von Leuten, die ich kenne. Also nächste Frage, da wurde was als Spam angezeigt. D-Dog LP, yeah! Spam gekennzeichnet. Jeder, der Gunas Gesicht sehen möchte. Ja. Naja. Abgelaufener Milchboy. Wie sieht dein Zimmer oder deine Wohnung aus? Ja. Vielleicht als Außenstehender. Immer perfekt aufgeräumt. Vom Boden könnte man essen. Ja. Wunderbar. Super Total. sexy. Abgelaufener Milchboy nochmal. Bevor du meine Frage beantwortest, bitte erst die von Eleanor. Ja, fail, Daniel. Okay, haben wir schon. Fail! Fail! Nächste Frage. Dann gehen wir einfach weiter. Oh, das sind viele Ja, private Fragen. Hubert, da. Was machst du beruflich? Welche Schule besuchst du? Im Prinzip schon erledigt. Welches Auto hast du? Ich habe kein Auto. Ich habe keinen Führerschein. Wie sieht deine Wohnung aus? Obwohl es auch zu privat ist, Hast eigentlich. du eine Freund? Hast du eine Freundin? Und Freundin? Nee, Freundin habe ich nicht. Was ist eine Freundin? Hast du eine Ein Freundin? Freundin, keine Ahnung. Also Freundin ist zu Ein privat, Freundin. ob ich eine habe, aber Freundin habe ich nicht.
Ein Freundding, aber finde ich cool. Ja. Das ist mein Freundding. Cool. Wäre cool, wenn du meine Fragen beantwortest, zumindest einer davon. Leider nicht. Sorry, tut mir leid. Scheiße war. Nick Reichenbach, wie ist das Leben als Let's Player? Ja, gechillt. Na gut, was heißt gechillt? Ist auch ein bisschen Arbeit. Aber das Leben ist ganz normal, wie euer Leben wahrscheinlich. Ein paar Videos okay. aufnehmen, rendern, fertig. Ist jetzt nicht großartig anders, dass man hier irgendwie Nutten im Pool hat und ganzen Tag Koks zieht oder so ein Scheiß. Ganz normales Leben halt. Nächste Frage. Fragt der jetzt. Wir reden offscreen nochmal. Ja, ja. Hast du GTA 5 schon vorbestellt? Fragt der Julian Berger. Nee, immer noch nicht. Ich weiß nicht warum. Muss ich jetzt echt mal machen, aber es dauert ja noch, bis es rauskommt. Solltest du tun, ja. Wann kommt es? Am 17. September. Gut, da haben wir hier September, ja, kommt es raus von Patrick Polte. Jenny S., was SPst du auf der Wii als nächstes? Bist du im Moment noch bei Zelda? Genau. Ich weiß nicht, ob nach Zelda, das dauert ja noch, weil es kommt auch im Moment sehr unregelmäßig, ob ich dann direkt Skyward Sword LP, also Legend of Zelda, vielleicht irgendein Projekt mit dir mal, das kommt wahrscheinlich dann aber auch auf deinem Kanal, ist ja immer spontan. Donkey Kong hatte ich eigentlich. Ja. Bitte? Donkey Kong? Donkey Kong steht auf der Liste bei mir. Ja. Aber sonst habe ich jetzt gerade ja. nichts geplant für die Wii. Weiß ich noch nicht. Kann sich auch immer ändern, spontan. Nächste Frage. Findest du persönliche Fragen okay? Habe ich ja gesagt, das merkt ihr ja. Wenn die Fragen zu privat, persönlich sind, dann beantworte ich die nicht. Es ist natürlich klar, dass sehr viele Fragen, solche Fragen gestellt werden, aber ja, ich muss sie ja nicht beantworten. Klappholz RP, nach dem April-Scherz hast du vor, dich in Real Life zu zeigen. Wie gesagt, haben wir schon. Julius Thiesen. Alter, was? Julius? Ah, Julius Thiesen? Thiesen? Wie kamst du auf das Let's Playen? Noch was hinzuzufügen? Nein, haben wir schon. Mayan B. Guna, was hast du für ein Auto? Hatten wir auch schon. Justinez, magst du als Saarländer Leona und Maggi? Ja, eigentlich schon. Aber esse ich jetzt nicht jeden Tag oder so. Also länger nicht mehr. Und Maggi auch jetzt nicht wirklich. Leona, ja, aber schon im Prinzip. Ja. MS Todesstern, was stand auf dem Schild bei Folge 106, Minecraft Together? Das ist auch so eine Sache. Ich habe ja auch ein paar Wörter zensiert, weil Daniel und Iggy was reingerufen haben. Aber ich habe das nicht ohne Grund zensiert, weil ich nicht möchte, dass das keiner hört. Und dann sage ich es auch nicht. Und dann könnt ihr nicht schreiben, dass das scheiße ist, dass ich zensiere. Wenn ich nicht möchte, dass ein Wort in meiner Aufnahme ist, dann mache ich das weg. So. Und das Schild habe ich auch zensiert und das sage ich mit Sicherheit jetzt auch nicht. Sonst hätte ich es ja nicht zensieren müssen, wenn ich es trotzdem sage. Also tut mir leid. Richtig. Das bleibt für immer geheim. Und zwar nicht Sacherzahn. Der oder die Berakan. Sag uns dein Gesicht. Ja, haben wir schon. Machst du mal Mafia 2? Auch von ihm. Wie gesagt, ist wie geplant. Ah. Dennis Meyer, mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Mal ein Ballerspiel gespielt? Kann man GTA als Ballerspiel sehen? Kann man sehen. Dann war die Frage ja schon. Weil ich glaube, GTA war. GTA San Andreas? War das erste Spiel, wo man richtig rumgeballert hat, wo ich gezockt habe. Ja. Ja. GTA San Andreas VIP, wie alt bist du? Haben wir schon. Wohnst du immer noch im Saarland? Ich wohne noch im Saarland, ja. Und wohnst du immer noch bei Hotel Mama? Ja, meine Wohnverhältnisse muss jetzt hier nicht jeder wissen. Das ist wieder zu privat. Ich bin Guna. Was heißt Gonzo? Soll ich jetzt Gonzo googeln? Ich google jetzt mal Gonzo. Also, Daniel nennt mich ja immer Gonzo oder Gonzo, aber der wusste halt auch nicht, was das heißt. Doch, doch. Ich google jetzt Google, geil. Ich habe jetzt Google gegoogelt. Gonzo. Dann gehen wir mal auf Wikipedia. Ich klicke das jetzt nicht alles an. Also Gonzo Journalismus. Eine Figur der Muppet Show. Auch lustig. Ich zeige euch gleich mal ein T-Shirt. Oder Gonzo halt. Spitzname von Bösen Onkels, oh Gott. Eine Band gibt's, Gonzo. Ein Studio.
Und da, das Lustigste, eine Variante des Pornofilms. Geil. Ja. Aber ich zeige euch jetzt mal Gonzo von der Muppet Show. Da hätte ich auch gerne ein T-Shirt, das habe ich auch mal gepostet auf Facebook. Hier, das ist Gonzo. Das Lustige daran ist eben, dass er eine riesige Nase hat, ganz einfach. Genau. Oh, jetzt sieht man der Ärsche. Egal. Ja. Schon lustig. Dummer Zufall gewesen. Aber jetzt egal. Nächste Frage. Ja, dann kannst du mal einen Link zu deinem PC in die Beschreibung packen. Wahrscheinlich nee, den habe ich gekauft hast oder so. Ich habe den mal gesucht auf Amazon wieder. Habe den gar nicht mehr gefunden. Zumindest nicht den genauen, wo ich habe. Da war eine andere Grafikkarte dann drin. Wie gesagt, habe ich eigentlich schon gesagt, was ich für einen PC habe. Also von daher könnt ihr auch mal selbst googeln. Richtig. Karasoka 258, wie bist du zum Let's Playen gekommen, Guna? Haben wir schon, wie alt bist du? Kannst du dich mal im Reverse zeigen? Beziehungsweise ein Video mit Facecam machen? Haben wir schon, wer ist Felix Duff von The Nico 1239? Felix Duff ist so mit dem Serverleiter von meinem Teamspeak-Server und war früher neben mir der Serverleiter von GunaCraft und AnarchieCraft. Ja, und mittlerweile ist er immer noch auf TS und ab und zu. Habe ich Videos mit ihm gemacht? Ja, ab und zu mal. Über den Server. Also, Felix, ja, Felix halt. Felix darf. Wer. Was soll ich noch dazu sagen? Das ist halt ein Typ. Auf seinem Kanal. Glaub, haben wir Left 4 Dead mal gespielt. Ich weiß aber nicht, ob das kam. Ich weiß nicht, ob das hochgeladen hat. Nee. Ja, gleicher Fragensteller. Wer ist Wannabe One? Kenne ich nicht. Ich kenne nur Wannabe Bone. Falls du den meinst. Wannabe Bone ist auch ein Let's Player, ist mein Bruder. Link steht in der Videobeschreibung. Haben wir aber schon gesagt, oder? Zumindest, dass ich mal mit ihm together mache. GTA-Fan. Richtig. Wo hast du das Spiel Castle Crash gekauft und hast du Xbox Live? Castle Crash, das kann man bei Steam kaufen. Gibt's auch für Xbox. Facebook geht mir auf den Sack, warum bin ich da noch an? Kann man auch für Xbox kaufen, aber wir haben die Steam-Edition gespielt. Und nein, doch, hab ich mittlerweile Xbox Live, ich habe mir doch GTA 4 für den PC geholt. Da muss man doch auch so einen Scheiß machen. Windows Live. Aber ich habe kein Gold, also ich kann nicht Multiplayer spielen. Brauche ich nicht für Xbox. Nächste Frage. Jawohl. Max GTA-Fan, wie groß bist du? Wie alt bist du? Und was ist dein Lieblingstier? Und dein Lieblingsessen, Grüße aus Luxemburg. Schöne Grüße zurück. Grüße zurück. Ja. Wie groß bist du? Ich bin so, im Ausweis steht 1,81 Meter, aber ich glaube, ich bin ein Stück größer, bin dann wieder gewachsen. Wie alt bist du? Haben wir schon ein Lieblingstier? Meerschweinchen, Kaninchen, so goldische Tiere halt. Katzen und Hunde, ja, Hunde sind auch geil, aber habe ich nie gehabt. Katzen kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich mag eher so die Nagertiere oder so, wie man es nennt. Früher hatte ich sehr viele Hamster auch, ganz, ganz früher als Kind. Dann kam Kaninchen und Meerschweinchen. Und Lieblingsessen haben wir auch schon beantwortet. Ja, wie findest du Castle Crashers und wow, schon 125 Kommentare von LP-Mann. Castle Crashers hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Der Daniel will ja unbedingt noch weiterspielen. Yes, sir. Ja, kommt wahrscheinlich dann noch. Hat auf jeden Fall sehr viel Fun gemacht und kam auch recht gut an. Könnt ihr alles auf meinem Kanal sehen. Ja, gut. Der Rest ist keine Frage. Wenn wir mal die Seite aktualisieren, dann kam sogar noch eins dazu ganz oben. Wir sind nämlich fast am Ende. Guna, hast du vor, dein wahres Gesicht zu zeigen? Ich bin gespannt. Haben wir schon durch? Wie alt bist du? Haben wir schon durch? Würdest du in der Sahara bei den Juareg-Schaftsoßen essen? Maximilian Wieler. WTF. Würdest du in der Sahara bei den Touareg Schafs... Was sind nochmal Touareg? Touareg ist eigentlich ein Auto. Weil das nicht... aber wahrscheinlich auch was anderes. War das nicht irgendwie in Stargate, in der Fernsehsendung? Oder wie hießen die da? Touareg? Keine Ahnung, weil ich... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, dumme Frage. Ich beantworte sie mal mit Nein, weil Schafsoden esse ich nicht. Nächste Frage. Okay, was ist dein Lieblingsfilm von Daniel Enz? Auch schwer, ich bin auf jeden Fall
Ja, das kann ich auch nicht sagen, kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ich habe sehr, sehr oft 8 Mile geguckt mit Eminem, aber auch so Stirb langsam und Star Wars und Leck mit den Kimmer, mir fällt jetzt nichts mehr anderes ein. So viel auf jeden Fall. Alles gut, also. Gut. Elia Doeb oder Döb, wie viel Megabyte pro Sekunde hast du? Ich habe 440 Kilobyte pro Sekunde. Das ist scheiße. Ich habe eine 25.000er Leitung. Also, kannst du ja ausrechnen, wie viel. Magst du alle MTS und kennst du alle von Homie67366? Ja, es gibt schon korrekte Leute da. Sehr viele auf jeden Fall. Korrekt. Korrekt. Kennst du alle? Im Privaten meint er wahrscheinlich. Privat, nee. Wie gesagt, haben wir schon. Dann lade ich mal die Seite neu. Dann die allerletzte, wenn man kurz refresht. Adam Kayo, wann kommen die Ja. Antworten? Die haben wir gerade Jetzt beantwortet. nicht mehr. Genau. So, okay, gut. Meine Fresse. 1 Stunde 3 Minuten. Leck mir die Holla die Kimmer. Waldfee. Ja. Gut, auf jeden Fall danke für die sau vielen Kommentare. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Ihr könnt auf jeden Fall noch Fragen jetzt unter diesem Video schreiben. Und wenn das dann wieder so viele werden, dann werde ich wieder Videos drüber machen. Und vielen Dank für die gestellten Fragen. Und bitte in Zukunft dann nicht mehr so Fragen wie: Wie alt bist du? Und keine Ahnung, zeige dein Gesicht und so. Aber trotzdem vielen Dank. Danke, Daniel, dass du mir die vorgelesen hast. Hey, du mal wieder gerne, Mann. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Frag den Guna. Macht's gut und ciao, ciao. Bada, 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 frag den Gunnar.